Wenn sich vor der Küste tatsächlich ein großer Krake verirrt hat, müssen wir dafür sorgen, dass ihm kein Leid geschieht. Anapamu liegt gut eine Meile vor der Küste. Mehr als eine Hütte für einen Notaufenthalt hat es da nie gegeben. Kann ich erst mal meine Greifzange wieder haben? Schön zu sehen, dass auf euch Verlass ist. Wenn sich vor der Küste... Nehmt meinetwegen, was ihr braucht, aber macht keine Schweinerei. Ein Turnier? Schon gut, Kollegen. Unser Fall geht vor. Matsch, Baumaterial und Dämmstoff für Sandburgen, aber nur mit den Händen schlecht zu transportieren. Wenn uns die Flut überrascht, spült sie das Boot einfach fort. Kaum etwas erkennen. Eine ausgeleierte Badehose. Die ist sogar Justus zu weit. Die Plackerei hat sich gelohnt. Wir haben genug Steine für einen Staudamm. Der Staudamm steht. Bloß ist er an einigen Stellen undicht. Ja.
Matsch, Baumaterial und Dämmstoff für Sandburgen, aber nur mit den Händen schlecht zu transportieren. Matsch, Baumaterial und Dämmstoff für Als kleines Kind habe ich Papier. Hiermit erklärt Baumeister Bob den Staudamm offiziell für abgedichtet. Unsere Lungenkraft in Ehren, aber damit blasen wir das Boot nicht auf. Hört ihr? Die Flut setzt ein. Der Schlauch ist noch intakt. Der Schlauch ist noch intakt. Der Schlauch ist noch intakt. Wenn sich vor der Küste tat. Unsere Lungenkraft in Ehren, aber damit blasen wir das Boot nicht auf. Das also war des Turmes Kern. Eine Fußpumpe. Nicht schlecht. Drück mal einer dagegen, ob es hält. Zu früh gefreut. Das Boot verliert Luft. Ich kann keinen Riss entdecken. Und wenn wir die entweichende Luft sichtbar machen? Gut gemacht, Peter. Jetzt kennen wir die Stelle. Holen wir das Boot heraus und legen es vor die Bucht. Wo das Loch ist, haben wir gesehen. Womit können wir es flicken? Wo das Loch ist... Eine ausgeleierte Badehose. Die ist sogar Justus zu weit. Wartet mal! Das ist Gummikleber! Mit genau der Marke habe ich erst neulich einen Platten repariert.
Wo das Loch ist, haben wir gesehen. Womit können wir es flicken? Wo das Loch ist, haben wir gesehen. Als Flicken taugt der Schlauch allemal. Wir müssten ihn allerdings zurechtschneiden. Ich habe den Fahrradschlauch mit der Schere gestutzt. Jetzt haben wir einen Flicken. Die Feile kann uns auch noch von Nutzen sein. Ein Flicken muss drauf. Zuvor sollten wir das Gummi rund um das Loch aufrauen. Ich raue mit der Feile das Gummi etwas auf. Ich bestreiche die angeraute Stelle mit dem Kleber. Ob das hält? Wir müssen ordentlich draufhauen, damit der Flicken hält. Den Kraftakt überlasse ich dir jetzt weiter. Na bitte, es hält. Paddeln wir los? Wir haben keine Paddel. Ich finde, als Paddel sind sie noch zu gebrauchen. Wir haben keine Paddel. Und wie kommen wir aus der Bucht heraus? Das Schlauchboot ist seetüchtig. Wagen wir uns hinaus aufs Meer? Die See ist ruhig. Spricht nichts dagegen. Dann lasst uns ins Boot steigen und nach Anapamu übersetzen. Kollegen, wenn ich bitten darf. Was ist denn hier passiert? Die Hütte. War das der Krake? Ein alter Metalldetektor. Damit könnten wir klären, ob sich etwas Mechanisches über den Abhang bewegt hat. Dass wir Schrauben oder so finden? Werden wir nicht. Riesenkraken sind aus Fleisch und Blut. Glaube ich zumindest. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass auf der Insel ein geheimes Manöver abgehalten wurde. Militär? Metall? Hallo? Eure zwei plus meine Erdbebentheorie. Mal sehen, ob wir eine davon verifizieren können. Zunächst müssen wir dafür sorgen, dass der Detektor läuft. Wie ich sehe, fehlen noch Batterien.